Und deine Entscheidung ist, hinterherrennen oder lieber stehen bleiben? Ja, ich überlege halt, ob die nicht einfach gerade, ob die Frau verletzt ist und die nicht irgendwie irgendwo hinbringen. Deswegen oder hat die die geklebt. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, was die so für einen Umgang haben. Also, geil. Eine 8. Da kannst du eh vergessen. Eine 13. Ja, also während du die Peitsche halt so quasi im Ausdruck machst, schlägst du dir mit einem richtig auf den Rücken. Weißt du, bist dadurch halt natürlich bist dadurch total irritiert und ja, es wird, gibt gar keinen Gegenwurf, weil es ist halt vorbei, es ist halt dumm gelaufen. Wäre zu schön gewesen, hätte gerne erfahren, was dabei passiert wäre, aber ich muss sagen, der Schlag hat mich ein bisschen geil gemacht. Selbstkaster, Junge. Ja gut, ich... also ich bin ja immer noch hinterher. Wir joggen hinterher und ich gucke mir das aus der Ferne mal an, das Spektakel. Das ist wie bei CS, ey. Lass Jana mal vorrennen. Der Letzte, der in den Raum reingeht. Okay. 5 waren das, sagtest du. Ne? Das sind 5, ja. Plus die Frau. Ja, klar. Ich möchte mir in dem Moment, wo er sein Schild rausholt, gerne mein Leinenkopftuch ums Gesicht wickeln, damit ja, ich... Ja, du rennst. Ja, ich hab das Kopftuch. Ich frag doch nur. Ja, ja, aber nein. Aber während er sein im Laufschritt sein Schild rausholt, dann gehe ich trotzdem dran vorbei und guck mir dann mal die Gegend da an. Was ist da so zu finden? Alle so voll am Kämpfen und dann kommt. Okay, gut. Du, wie viel hat er vorher gekriegt? 3. Das heißt, jetzt hat er 4. Korrekt. Wie viel Leben hat er denn? Das wird uns nicht gesagt. Ja, natürlich nicht. Das ist ja doof. Ey, aber wie viel Leben hast du eigentlich? Bist du schon fast tot? Hallo, Lebensleiste steht in jedem Spiel. Ja, aber nicht in Pen Paper. Toll. Gut, dann bist du jetzt dran. Eigentlich auch. Ui. Was hast du überhaupt? Nein! Oh, easy! Ja, du schmeißt dein Wurfmesser. Es dreht sich quasi an Petrus Kopf so einmal wie so ein Bumerang vorbei. Voll geil, und, Alter. Und köpft den einfach. Direkt und war so schnell, dass es danach in der Wand stecken geblieben ist. Hätte ich mal doch auf den Blumentopf geworfen. Wäre wahrscheinlich ein Double Kill dann geworden. Ja, das gespalten. Boom. Ja, der Kopf fällt halt. Moment, ich sage da, Arme. Ja, pass auf, ich sage dabei. Verschiert! Der fällt dir in die Arme. Oh, oh geil. Ja, läuft doch alles. Der Kopf von der linken Wache fällt dir quasi, du läufst ja gerade auf den zu eigentlich zum Angriff, fällt dir halt in die Arme und der Körper kippt nach hinten weg. Cool. Also du fängst den Kopf. Cool. Quasi. Du bist jetzt aber erst dran. Sehr gut, ich renne hin zu der geköpften Leiche, bevor die umfällt und dann reiße ihr meine Peitsche. Okay. Sehr gut, du bist dran, du hast den Kopf in der Hand. Den lasse ich erstmal schnell fallen, angeekelt. Warum? Dann soll ich mit so einem verkackten Kopf... Warum wirfst du denn nicht damit seinen anderen Kämpfer? Boah, das ist voll die gute Idee. Lass mir das bitte. Ich meine, ich kann voll gut zielen. Ich war Pfeil und Bogen und so. Ich versuche den... Nee, das macht doch keiner. Doch, mach das! Ich versuche den letzten Überbliebenen mit dem Kopf seines Freundes zu treffen. Okay, bitte. Ich habe keine Ahnung, auf welche Fähigkeiten... Wir müssen einen Try. Wir wissen, was passiert. Eine 7, das ist gar nicht so schlecht. Aber der Typ dreht sich um, fängt den. Ja, und... Versuch dich damit zu bewerfen, aber wirft leider, obwohl du nur einen halben Meter vor dem stehst, einfach rechts in die Wand rein und trifft dich. Nicht? Ich bin aber noch links an der Wand. Alles klar, ihr beide seid natürlich dann noch auf dem Weg Richtung Leiter. Und in dem Moment, wo Petro oben ankommt, gibt es einen Knall, oben das Tor springt auf. Und die Frau fliegt aus der Tür quasi raus, reißt dich um. Du fliegst halt quasi mit dir mit und... Boah, bestimmt 15 Meter. Also über Gerlach halt hinweg. Du fliegst halt, du bist halt gerade in der Luft. Du siehst aber auch ganz klar, dass halt ein Ork gerade die Frau quasi als Schläger wurde. Du schließt halt, dass ein Ork die Frau als Schläger verwendet hat, um die da rauszuschleudern. Du umklammerst die quasi so im Flug, landest. Brichst dir aber dabei das Knick und bist tot. Das habt ihr natürlich gesehen. Was? Wow! Alter! Cool! Ich fange an, Peter zu loben. Alter! Die Frau an sich, die ist halt, wisst ihr noch nicht, keine Ahnung. Aber ihr seht halt, so wie der Kopf hängt. Das war's. Da war wohl Ende. Okay, dann bin ich die ganze Zeit. Also der ist halt quasi über dich drüber geflogen.
Ich bin sehr froh, dass ihr gekommen seid. Was sind Sie denn vom Beruf? Ich kümmere mich darum, dass Männer glücklich sind. Das ist schön. Mich interessieren nur irdische Reichtümer, dann seid ihr für mich nicht von Wert. Wow. Bam, Junge, du hast kein Cash, du bist ein Homo, weißt du? Wacken ab, so sieht das aus hier. Also ich versuche, auf ich das eine mit, Seite zu ziehen, indem ich Betören einsetze. Habe ich das Gespräch mitgehört? Ich setze Betören ein. Habe ich das Gespräch mitgehört? Ja, sicher hörst du das auf. Werte Trixi. Ich habe mich aber dann dazu entschieden, dass es mich dann doch irgendwo nicht so wirklich tangiert. Und würde Sie gerne fragen... Frag mich. Ich frage dich jetzt. Willst du? Du hast die Absicht, dass. Willst du anal? Dass der Vogel da hinten und der ehrbare Ritter da körperliche Liebe und so tätig. Wie sieht's denn aus, wenn wir dich beschützen und du hast dann Freier, dass du was an uns abtrittst? Davon? Von deinen Einnahmen? Du bist gerade zum Zuhälter. Das war meine Intention, ja. Eine Hand wäscht die andere. Wir beschützen dich. Okay. Geh ab. Du weißt, dass der Kasper dich nicht beschützen kann. Wieso? Ich habe mit einem Wurfmesser. Sagte der Typ. Aber du siehst für mich halt auch nicht irgendwie interessant aus. Also es sieht nicht so aus, als würdest du wirklich krass kämpfen können, was das angeht. Ich habe aber Geld. Das weiß ich ja nicht. Ja, das sage ich jetzt zu dir. Ich habe aber Geld. Einfach so. Nix bei Ted in den Arm drum. Ich habe aber Geld. Achso. Ich schätze dich wieder anders ein. So. Oh. Bisschen netter. Also, ich kenne dich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich deine tiefsten Geheimnisse erfahren möchte. Aber du kannst da gerne nochmal drüber nachdenken, dass wir ins Geschäft kommen können. Wir schützen dich mit unserem Leben. Dafür nehme ein Stück Papier, schreibe eine Nachricht fürs Dekel. Wo hast du denn das Papier? Ich schreibe eine Nachricht fürs Dekel, hinterlege sie an der Ecke von dieser kleinen Gasse und sage ihm, dass wir wieder zurück zu dieser Taverne sind. Also auf diesem Papier schreibe ich eben. Du hast kein Papier. Das zieht mir aus dem Arsch. Gut, dann würfel doch mal einmal. Hast Wert um 20. Das schaffst du jetzt aus dem Arsch zu ziehen. Na, funktioniert. Ja, nee, gut, dann tut mir das leid, aber ich schließe mich den beiden dann an. Hättest du jetzt mal eine 1 gezogen? Nimm dir Petro ab, legen Petro in die Mitte von diesem Ring und der Rollergeweihte nimmt dich mit in eine kleine Kammer. nimmt dich mit in eine kleine Kammer, wo ein Gegenstand drin ist, was aussieht wie so ein Prangerbalken, aber ohne Schloss. Und du wirst halt in diesen Prangerbalken gelegt und der Wanderergeweihte stellt sich halt vor dich, spricht halt ein paar Worte in einer unverständlichen Sprache. Schieb dir den Schwanz in den Mund. Salb dabei deine Stirn. Dich erfüllt ein Gefühl von viel Mut und auch von Treue und von Kampfesstärke. Ja. Und jetzt behindert der Junge. Ich fand die Vorstellung so geil ab den Balken. Sorry, okay. Du wohnst in Hamburg, ne? Da gibt es doch solche Angebote. Nimmst du ja auch nicht kaum? Nee, das ist mir zu teuer. Er könnte sich vor Lachen gar nicht halten. Ja, warum muss er ja nicht? Er ist ja eingespannt. Das stimmt. Kannst du locker lassen. Du hast gerade gegurgelt. Also wirst halt gesalbt, fühlst dich von Rondas Kraft gestählt und ermutigt und... Okay. Also ich bin natürlich zutiefst niedergeschlagen, dass es nicht geklappt hat, dass Petro tot ist, dass mein Würfel runtergefallen ist. Sieben! Nehme aber natürlich aus diesem Ganzen, weil ich glaube ja sehr stark daran und es klappt halt nicht, deswegen und soll halt nicht sein. Das heißt, ich nehme dann das Amulett an mich, also ein Kupferamulett. Bogenschießen plus 2 wahrscheinlich. In dem halt ein kleiner Bogen abgebildet ist und an der Sehne des Bogens ist ein Trinkkrug. Das kommt jetzt unter Ausrüstung. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu meinem Aussehen sagen. Ich bin halt so orientalisch. Also das seht ihr auch. Also ich bin so eine orientalische Schönheit. Chips frisch orientalisch. Boah. Alter Vater.
Oder doch eher ungarisch. Bitte einmal das Grins hier rein. Ja, das war's. Also ihr seht... Du siehst die Gasse halt. Die Leichen sind mittlerweile weg. Keine Ahnung, wohin. Du siehst... Da liegen jetzt zwei Amulette auf dem Boden. Nein. Wieso? Oh mein Gott. Können wir nochmal noch zirpen? Ja, warte, da müssten wir eigentlich, so weißt du, wie dieser Bullshit-Button, und so bestimmt dieser Zirp-Button, den müssen wir eigentlich jedes Mal mitnehmen. Eigentlich. Bullshit! Fangen wir vor dem keulenden Löwen erstmal an, zu weinen. Meine Axt zu reinigen, da ist immer noch so ein bisschen Blut dran, ich hab den da ein bisschen verwundet. und beginne halt meine Axt erstmal wieder zu reinigen und dann zu schärfen. Gucke Gierlab an und sage, oh, ebenfalls eine Peitsche, und hole meine Peitsche raus und sage so, ein Mädchen muss sich ja wehren können und Peitschen sind meine Spezialität. Sie haben eigentlich eine schöne Peitsche. Hol du doch mal deine Fleischpeitsche. Ich stehe auf, mach die Hose runter, klatsch meine Peitsche auf. Nein, Spaß. Meine Fleischpeitsche. Ich klatsch nicht meine Peitsche. Geiler Blick dabei. Gut. Gut. Ich hatte gerade einen Hänger im Kopf, wie Jay manchmal auch. Was soll das denn heißen? Ey. 20. Oh. Und 18. Während du halt dich gerade unterhältst, fällt dir auf, dass du eigentlich just jetzt, egal was passiert, in den nächsten 3 Sekunden richtig der im Schiss setzen musst. Okay, ich möchte diesen Bierkrug, den mir der Wirt gegeben hat, schmeiß ich voll in die andere Richtung der Bar. Ja, wir gucken Richtung dann, Bierkrug. Richtig, Richtung Bierkrug, und dann schwinge ich mich hinter die Bar und lasse mich nieder und scheiße hinter die Bar. Alter. Fremdschämen. Boah. Fremdschämen, 3 Millionen. Ja, okay, du scheißt halt hinter die Bar, okay. Steko, ich hab eine wichtige Frage. Okay, nicht schon wieder. Was ist eigentlich mit dem Geld von Petro passiert? Hast du das etwa genommen? Das hat sich genauso aufgelöst wie er auch. Diese Steine von Rondra. Auf was du über... Sollte nicht so fest auf den Tisch schauen. Kirche von Rondra sagst. Hier, bist du doof? Du musst doch das Geld mitnehmen, das ist doch wichtig. Das ist doch nicht vom Belang. Doch, das ist vom Belang. Trink Wir weiter. Haben nicht viel Geld. Das ist besser für dich. Wir haben doch Trink nicht so viel Geld. Weiter. Das ist vom Belang. Ich stelle mich auf. Vor dich. Jetzt geht's wieder los. Feierabend. Wir beschäftigen uns nur mit uns selber. Es gibt ja kein Abenteuer. Ich gehe zurück und schaue mir das. Ich werde halt langsam. Ich habe ja auch noch ein paar Bier getrunken. Heute Abend wird nicht mehr so gut aussehen. Ich lehne mich über Blähdarm und sage auch, was ist denn los mit dir? Bleib doch ruhig, wir können doch alle Spaß haben. Trixi, hör doch mal. Du bist doch auch ein Mädchen, das auf Geld angewiesen ist. Und... Also, Männers, wie sieht denn der Plan überhaupt für morgen aus? Wie sieht denn der Plan für morgen aus? Nachdem du deinen Rausch ausgeschlafen hast, nachdem ihr beide die Nacht im Zimmer verbracht habt, wie ist der Plan für morgen? Morgen kann die Trixi nicht mehr laufen. Boah, Alter. Wow. haben wir noch unser Zimmer? Was? Ich dachte, du wärst immer ein Elf gewesen. Ich war kein Elf. Ich dachte, du warst ein Spitzohr. Oh. Mhm. Okay, ja, dann halt bei den Untermenschen. Untermenschen ist das viel mehr. Untermenschen aus. Den Untermenschen aus. Komm, sag mir einen oder darf ich mir was aussuchen? Kannst du? Ich kam von Andergast. Also Petro kam von Andergast. Andergast. Das sind für mich Sachen, die sind mir total egal. Also. Aber ich kann kämpfen. Und das ist doch schon mal ich was. Ich habe eine gewisse... Ja? Ja? Ja, wow. Ich kann kämpfen. wo hast du denn kämpfen gelernt? Ja, wow, das ist hier. Alter, Magico, hey, die hat viel größere Möpfe als du, Alter. Voll, bist du voll egal. Die Köche. Komm, trink erstmal einen mit mir. Okay, ich trinke einen mit. Ja, hier, was steht da denn im Bier? Ich brauche 3 Einzelzimmer. Ja, boah, Mann, hol mal 3 Schlüssel, Alter, ey. Weißt du, die Frau ist so nett. Alter. Die ist so nett. Beweg mal deinen Arsch hier. Guck dir mal die Titis an, Alter, weißt du? Die hat so geile Titis. Ja, komm, hier, weißt du, hier 3 Schlüssel für dich.
Tu mal, weißt du, kommst du morgen wieder, gibst mir die wieder, ist alles cool. Dreht sich der Bett weg und fällt Margaret erstmal in den Arm und die liegen auf dem Boden und. Sehr gut. Also dann freue ich mich natürlich. Verschiebt sich der Tisch gerade. Vielleicht habe ich das sehr gegengehauen. Freue ich mich natürlich, gehe zurück zum, zum Tisch. Ich gehe rein, gehe bis zum Ende des Ganges. Ende des Zimmers, meine ich, bis zum Ende des Zimmers. Und ich lasse mit einem klugen, mit einer klugen Bewegung, dass ich mein, ich habe keine Rüstung oder so, ich habe nur so samtige Sachen an, so leicht durchsichtig die sowieso schon. Zum Abreißen. Ja, ich lasse einfach alles runtergleiten. Ja, noch bin ich ja nicht ausgezogen. Ja gut, aber trotzdem. Und dabei will ich dir jetzt helfen, indem ich mit dem Oberteil anfange. Ach, okay. Geil. Gut, du knöpfst also... Knöpf mich auf, du geiles Luder. Du knöpfst also Bläder ans Oberteil langsam auf. Ja. Da lasse ich euch jetzt nicht raus. Da lasse ich euch bewusst. Ne? Da ziehen wir jetzt durch. Ja, dann fange ich halt an, die Hose aufzumachen. Geil, ja. Und dann kommt, geil! Dann kommt, bei mir steht ja im Aussehen sagenhaft hübsch und ein überaus großer Schwanz. Steht da wirklich? Nein. Das steht, ja. Also zumindest von dem, was ich gewürfelt habe, du hast einen elefantösen Penis, das steht, wirklich. Ja. Das habe ich aber nicht da reingeschrieben, das steht schon da immer. Ach so, also du hast wirklich ein, du hast das schönste Gemächt, was objektiv ja. Andere Männer sagen würden, also geiler geht nicht. Perfekt gerade und es eins gewürfelt. Eins gewürfelt, weil geil, bei, Alter. Okay. Nice. Also das ist echt, es ist das Gemächt, weißt du? Dong dong. Trixie, das wird die Nacht deines Lebens. Ich kriege bei dem Anblick des Gemächtes große Augen und sag: Ich glaube, du hast recht. Und dann treiben wir es halt. Was? Was? Nee, Peter. Peter, jetzt zeig doch mal, was so du kannst. Nicht. So, Trixie, zeig mir mal deine Tulamidischen Supertricks. Okay. Also, wir machen das jetzt so, der Fairheit, ja? Ich würfel jetzt nach jeder Aktion einmal. Und wenn ich eine 1 würfel, dann könnt ihr euch aussuchen, aber dem Punkt heißt, wir überspringen jetzt die Nacht. Bis ich eine 1 würfel, muss alles erzählt werden. Ich fange an, sein Gemächt zu massieren. Oh nein. Bitte. Du bist dran. Ich ejakuliere als erstes. Nur vor einmal anfassen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das war. Dafür Film. Das war aber nur das erste Mal. Das ist nur das erste Mal. Da kommt eine richtige Portion raus. Boah. Ich hab halt schon. Da muss jetzt natürlich ausgeschmückt werden. So eine richtige Suppe. Du musst jetzt würfeln, wo das landet. Ja, aber der erste Mal, also da kommt echt ein richtiger schöner Strahl raus. Ich entschuldige mich. Bei der 1 wär's ja trunken, oder? So Scary Movie mäßig, weißt du. Ja. Okay. Deine Hände sind dementsprechend weiß und klebrig. Oh! Oh! Hoppala! Das war wohl nötig. Oh, wie geht's dir? Boah, super. Weiter geht's. Im Ernst? Okay. Ich brauch keine Pausen. Es geht weiter. Okay, alles klar. Boah, du brauchst eine harte Pause, Alter. Da geht nicht mehr. Also bei Jake. Was? Ja, 20 bei Jake ist nichts mehr heute. Ich schlaf schon eine. Also bei Blädam geht leider nichts mehr. Ich habe leider 20 geworfen. Fuck, Mann. Das ist jetzt leider vorbei. Geiler heißt, das wird die Nacht deines Lebens. Immerhin, du kannst dir gewiss sein, also Trixie kann sich gewiss sein, einen der schönsten männlichen Gemächte Aventurins gesehen zu haben. Boah, jetzt bin ich aber schon enttäuscht. Ob das die Nacht deines Lebens war. Ja, nee, dem wurden irgendwann. Also, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Irgendwann will ich das nochmal erleben. Das ist natürlich jetzt auch gerne ein 20. Ja, aber Spaß. Also, wie gesagt, da wird nicht mal weh jagen. Kann ich nochmal wach werden in der Nacht? Auf jeden Fall, ich schlafe nach, jetzt nach, auf dem Boden oder was? In einem See von Sperma.
Gott, Hilfe, Herrgott. Scheiße. Da kann ich mir so ein geiles Thumbnail zu vorstellen. Zu der Folge. Ja. Die nicht den Jugendschutz lehren. Nun denn, ihr nächtigt, ihr schlaft durch. Möchtest du aufwachen? Ja, ich würde gerne aufwachen. Also klar. Gegen 5 Uhr morgens erwacht Gläder. Musst du darauf nicht mehr würfeln? Nö. Wird sie wach? Du bist so ein Folterknecht einfach nur. Wird sie wach? Du bist ja wach. Wird sie durch? Ja, aber du kannst sie ja wach machen. Achso, wenn die Augen aufmachst. Okay, ja. Oh Gott, was war das für ein Geräusch, Alter? Ich lieg noch auf dem Boden. Ja. Okay, dann stehe ich auf. Okay. Nein! Jawohl! Jawohl! Trotzdem weiter würfeln. 4. 20. Jawohl! Ich breche ja durch das Ding. Also du gehst halt in den Raum rein und die ersten zwei Schritte sind, du bewegst dich so richtig krass sneaky auf den ersten zwei Schritten und denkst halt so, Alter, du bist der leiseste Mensch der Erde, egal was du machst. Und auf so bloßer Überheblichkeit kriegst du halt auf die Hände zu gehen und willst halt leise schleichen auf den Händen. Klappt natürlich nicht, du klappst um, ja, und knallst auf den Boden und das macht natürlich dementsprechend ein wenig Lärm, weißt du? Aber er wird lässt dabei, schwach, ne? Lässt dabei die Schlüssel halt auch fallen. Die beiden, die du halt noch hast, die anderen beiden. Und natürlich wacht Stekel davon halt dann auch dementsprechend auf. Oh, Zufall. Ja, bei 22, oder wartest du? Ja, nichts. Ich sehe dich. Und was willst du hier? Was hast du in meinem Zimmer zu suchen? Das war abgeschlossen. Wie kommst du hier rein? Mit einem dieser drei Schlüssel. Was willst du hier? Wollte gucken, wie es dir geht. Denn du hast ja heute viel getrunken. Mach, dass du rauskommst. Erstens will ich weiterschlafen. Zweitens bist du mein Ding. Du kannst froh sein, wenn ich dich nicht wegen Einbruch schon wieder bei der Wache anschwärze. Dann kannst du nicht wieder Scheiße fressen. Tut mir leid, ich wollte nur gucken, wie es dir geht. Du das hast so viel getrunken. Völlig egal, raus. Tut mir leid, ja, ich gehe ja schon. Ich sammle die Schlüssel auf und gehe. Ich sammle die Schlüssel. Du lässt die Schlüssel hier. Ich sammle die Schlüssel. Wie geil. Du lässt die Schlüssel. Du lässt die Schlüssel schön hier. Merkt er das? Also ich möchte... Ja, Alter, du warst so laut, der hat alles gemerkt, was du gemacht hast, ja? Ja, okay. Du lässt die Schlüssel hier und verziehst dich. Gut, dann mache ich die Tür zu. Habe ich den Schlüssel eigentlich... Ich habe ja den Schlüssel nicht abgezogen, der noch draußen ist. Ja, aber auch den hat er gemerkt. Okay. Du warst so laut, dass der Schlüssel in der Wand aufgefallen ist. Okay. ja, ich gehe klein laut zurück und... Mit ein paar Bierchen dabei, du trinkst dann lieber Wein. Ne, ich trinke gar keinen Alkohol morgens. Oh. Was? <Ja. lacht> Uncool. Ich hätte gern Cappuccino. Ja, der Bett liegt an seiner Kaffeemaschine. Dahinter ist da so eine Konstruktion, wo dann so 30 Hamster in so einem Rad rennen und dann Strom produzieren, um dir halt ein Cappuccino zu machen. Was trinkt man eigentlich so als Kaffeeersatz? Haben die sowas überhaupt? Ja. Tee. Ein Aventurien-Tee? Vielleicht? Schwarze Tee oder so? Keine Ahnung, was Spucke? Oh, Ali, wie hast du denn weggerollt? Feder, als du den Goldblock da reingesetzt hast. Feder, du weißt Feder, doch, der. Du weißt doch, der Goldblock. Glückblock ist das Todesurteil. Feder! So, warte mal. Feder! Also, ich hab Feder im Auge. Ich hab gerade den Lama. Wo geht denn das? Ich hab mal einen Schlüssel beobachtet.